So und damit herzlich willkommen zu meinem Angespielt X4 Foundations. Und dann sehen wir uns gleich nach dem Ladescreen. So, willkommen nach dem Ladebildschirm. Jetzt fangen wir auch dann mal direkt an, indem wir in unser Schiff springen. Ich weiß, dass wir bei dem Anfangsszenario auch noch all den großen Frachter da hinten haben. Aber mit dem können wir noch nicht so viel anfangen. Hallo. Und fangst du direkt mal an und heben hier ab. Und dann fliegen wir mal ein bisschen hier raus. So. Und ich würde mir gerne angucken, was wir logische Übersicht. Was haben wir denn? Wir produzieren Sonnenblumen. Okay. Das ist voll in Ordnung, dass wir Sonnenblumen. Und ja, passt und passt. Mit Kriegsstationen einen kleinen Geldboost. Von was überweisen wir der ein bisschen Geld. So. Jetzt kann die auch Waren für uns einkaufen. Und wir gucken uns jetzt hier mal ein bisschen in unserem Universum um. Wir haben nur noch einfach Phaserkanone, okay. Und da hinten haben wir es ja schon gleich, unsere Sprungtore, durch die wir dann gleich mal Autopilot eingeschaltet. Schnell mit dem Autopiloten hinreißen. Und in dem Spiel gibt es hier eine recht große Weltraumkarte, wo man sich mit verschiedenen Wegen hocharbeiten kann, als Händler, als, ich nenne es mal so, ja, wie soll man sagen, als, was ist so das richtige Wort? Sagt also, man kann auch sich einfach eine große Flotte aufbauen, somit andere eliminieren, Waren klauen, man kann auch als Pirat, als, man kann auch nur mit Station Geld verdienen, was am Anfang vielleicht schwer ist, aber später sehr viel Geld einbringen kann. So, dann springen wir mal ganz schnell hier hin. Erreiche Rivas Zwilling 2. Zum Beispiel sehen wir unten die Karte, rot sind allgemeine Piraten, kann man sagen. Oder auch allgemeine Feinde. Und blauen sind eigentlich neutral und grün sind eure eigenen Schiffe oder freundliche Schiffe, kann man sagen. Und gehen wir kurz hier aus dem Reisemodus raus. Und ich würde gerne wissen, wo das nächste Reisetor steht. Scannen wir hier mal ein bisschen die Umgebung. Am Anfang halt immer eine kleine Suche, wo ist was. Na, falscher Scan. Gucken wir uns gleich die Karte an. Wir setzen mal hier oben zum Punkt und bitte Reisemodus. Und reisen da mal schnell hin. So. In der Zeit kann ich jetzt schon meinem Frachter sagen. Darf ich das schon? Wo sehe ich hier? Informationen, Fähigkeiten des Captains, nein. Somit kann der noch nicht automatisch handeln, oder? Nein, automatisch im Handeln kann er nicht bekannte Stationen aufsuchen. Waren verteilen. Naja. Da sagen wir einfach mal Bekanntstationen aussuchen. So, dass er einfach ein bisschen levelt.
dass wir dann auch bald sagen können, automatischen Handel. Somit verdient er nebenbei ein bisschen Geld für uns. Und hier oben muss doch irgendwo doch ein Sprungtor sein. Autopilot ausgeschaltet. Und wieder auf Langstreckensensor. Muss doch irgendwo was sein. So, anscheinend ist hier dann doch nichts. Dann sagen wir einfach ganz frech: Leitsystem zum aktuellen. Und gehen dann einfach mal schnell in den Autopilot und lassen ihn dahin fliegen. Und in der Zeit gucke ich hier noch in unserem Menü um. Also wir haben hier einmal mein Besitz, Produktionsmodule und die ganzen Ketten von Raumschiffen. Eine Flotte haben wir noch nicht. Aber wir können auch hier auf der Situation ausgewählt. Geld, Mittel verwalten, Informationen. Stimmt, jetzt kann ich hier Rolle zuweisen. Handeln für Station. Somit sollte jetzt eigentlich für unsere Station handeln. Und guckt somit an, wenn wir andere Stationen finden, wo er günstig Materialien kaufen kann, die wir zur Produktion brauchen, und wo er sie teuer verkauft. Aber wir brauchen leider dafür erstmal ein paar mehr Stationen. Denn sonst kann der weder einkaufen noch verkaufen. Somit sind wir jetzt größtenteils noch auf Kundschaft angewiesen. Später können wir selber verkaufen. Das sind ein paar feindliche Schiffe, also gehen wir dann mal raus hier schnell. So. Bitte einmal schnell. Danke. Erreiche Evas Zwilling 1. Ja, natürlich können wir auch hier kleine Aufträge annehmen. Warte, wo ist die Station? Hier. Abwärmer. Nein. Die können wir schon mal nicht annehmen, weil wir da viel zu wenig Geld haben. Weil Abwehrmaßnahmen müssen wir erstmal Module kaufen, die sind leicht teuer. Autopilot. Jetzt würde ich mal gerne Autopilot ausschalten. Ansonsten die hier langsam durchschleichen. Und dann fliegen wir einfach mal schnell nach hier hinten. Hier fliegen auch unsere erste Schiffe von anderen, und hier hinten haben wir es doch. Da ist doch so ein Highway. Obwohl, ich glaube, so sind wir schon. Ich glaube, so sind wir wirklich schneller ohne Highway. Ja, muss sollte da hinten auch ein Sprungtor sein. Und dann sage ich mal, sehen wir uns dort hinten. So, wir sind jetzt hier angekommen. Ich habe hier kurz abgebremst und ich sag jetzt mal, warpen wir uns da wortwörtlich durch das Sprungtor. Und wir haben jetzt auch schon mehr Stationen. Da hinten haben wir noch eine aufgedeckt. Eigentlich sind wir recht gut mit unserer Station, die wir so gefunden haben. Denn sie ist in der Nähe eines Highways, wo die Bauplätze eigentlich immer recht teuer waren in den Spielen. Vor allem in den alten Teilen. Oder auch allgemein auf so ein Stopp, bitte einmal. Und nein, mit denen lege ich mich mal lieber nicht an. Mit dem Feind da vorne, weil deine Krone hatten die meisten. Highway. Autopilot eingeschaltet. So, dann bitte flieg einmal hier drauf. Autopilot ausgeschaltet.
So, dann einmal drauf. Und jetzt einmal da lang düsen. So. Und in die von einmal abspringen. Jetzt gucke ich mal kurz, wo wir sind. Ach so, drei Einigkeiten sind wir hier. Okay. Dann sind wir jetzt an einem Haupthighway, wo wir die meisten, wie heißen es? Genau, wo wir jetzt die meisten Stationen finden. Und dieser Highway geht einmal so durch die meisten Sektoren, die wichtige Anlaufstellen für unsere Station sind. Das fliegen wir einfach hier drauf. So. Einmal entlang. Und ich werde es jetzt in der Timelapse schneiden, dass wir dann einmal hier rumfahren. Und in der Timelapse zeige ich euch dann den Rundfahrt. Also sage ich dann mal bis dann. Dann willkommen zurück nach der kurzen Timelapse. Ich bin jetzt einmal hier außen rum geflogen, wo wir jetzt so die meisten Systeme haben, wo wir oft durchfliegen werden oder unsere Handelsschiffe oft sehen werden. Und zwar unser kleiner Merkur, oder nee, nicht Merkur, Lia-Angreifer. Der hat jetzt anscheinend, fliegt der wohin? Also gucke ich mal kurz ins, kann ich den noch einsehen? Und zwar sollte er Handel durchführen. Bisschen ausführlicher, wo fliegt der denn hin? Standort. Kauf Energiezellen. Okay. Und dann soll der sie hier verkaufen. Perfekt. Weil er somit tut uns hier eine Schwung Energiezellen mal geben. Und wir sind soweit fertig mit dem ersten Part, aber ich glaube, weil der recht kurz ist, zeige ich euch noch was. Und zwar Schiffe, die wir nach der Zeit kaufen. Haben wir einmal hier, können wir bei jeder Station können wir Schiffe kaufen. Natürlich ist jede Fraktion, die hier mit den Farben im Kreis ist, steht für eine andere Fraktion. Und jeweils haben sie dann auch andere Schiffe oder ähnliche Schiffe. Und wir können uns Schiffe kaufen, einmal S- und M-Größe bei manchen Docks, also eher so die kleinen Schiffe. Da kostet so ein gutes mittleres Schiff, was gut ausgerüstet ist, sage ich mal so 1,7 Millionen, weil da kommen doch noch ein bisschen bessere Geschütztürme drauf. Und ja, so unsere kleinen Schiffe, die wir uns dann kaufen, werden dann mit hoher Wahrscheinlichkeit so kleine Speer sein, um einfach immer aktuelle Stationspreise zu haben, weil die Lizenz dafür ist sehr, okay, ist nämlich sehr, sehr, sehr teuer. Und damit sind die Speer eigentlich immer sehr gut, weil die immer recht schön schnell sind. Ja, danke. So, die kosten uns dann so ungefähr auch 1,5 Millionen, um einfach schnell immer alle Stationspreise. Ich werde nicht den nehmen, ich werde andere Schiffe nehmen, aber grober Überblick. Dann zeige ich euch nochmal kurz von jemand aus einer anderen Fraktion. Hier, Schiff kaufen,
Bei denen sehen die Schiffe dann schon anders da aus. Und jede Fraktion hat so ihre eigene Antriebsmodelle. Zum Teil haben andere schnellere Antriebe, andere haben Antriebe mit höherer Beschleunigung. Und somit ist auch der Preis ungefähr gleich, aber wir haben hier schon wieder mehr Lagerraum in den Schiffen. So. Und man hat noch hier die großen Schiffe, die sehr teuer sind. L-Klasse. Dort sieht man schon, dass die Schiffe leicht größer sind, auch am Wert. Allein die Hülle kostet schon 2,5 Millionen, je nach Modell. Aber die Schiffe haben den Vorteil, man kann auf den mit kleinen Schiffen landen. Und ein sehr gut ausgerüstetes Schiff kostet hier auch gleich mal, wenn es sicher sein soll, gleich mal 14 Millionen Euro, weil wir da noch ein bisschen was anpassen, vom Schütztürm und so, wie schon erwähnt. Und dann gibt es noch die ganz große Klasse Konstruktionsschiffe, wo wir unsere eigene Basis mitbauen können oder wir leihen es aus für den Bau. Und die Schiffe kosten auf sehr hoher Aufrüstung schon fast 40 Millionen knapp und ja, haben wirklich viel Zeit beanspruchen, die zu bauen und das Geld für die zu farmen. Das können wir mal vergleichen. Hier ist so ein Geschützturm. Genau, so klein ist hier ein Geschützturm. Im Gegensatz, wir es bei schon einer anderen Fraktion. Hier. Und bei anderen ist so ein Geschützturm. Ah, wo ist mein Lieblingstransporter? Der Merkur. Schon so groß ist das Geschützturm. Und da kann man sich eventuell vorstellen, wie groß so ein Schiff ist. Und das Schiff war eigentlich am Anfang, wo ich angefangen habe, das Spiel zu spielen, mein Lieblingstransporter der M-Klasse, denn er hatte viel Platz und war auch halbwegs sicher und schnell. Also das Schiff war eigentlich recht toll. Doch, dann sage ich mal, beende ich den Part und wir sehen uns dann beim nächsten Part meines kleinen Angespiels. Und ich hoffe, ich sehe euch und dann lasst ein Abo da und aktiviert die Glocke, um immer auf dem aktuellen Stand zu bleiben. Bis dann.